Hallo zusammen, ist der Fuchskommissar 70 mit einer neuen Gastreplay und hier haben wir den Steiner EK 12 mit dem 10er TD der russischen Fraktion mit voll drehbarem Turm und zwar das Objekt 268 Version 5 auf der Map Morovanka im reinen 10er Battle im Süden gestartet. Wir haben 4 Heavys, 2 mittlere Panzer, 4 TDs, 3 Lights und zweimal die Arti Munitionsverteilung, 9-mal der dicken Kanone. Die Standardmunition AP 750 Damage, 303 Durchschlag, dann 16 mal Premium Munition Heat dabei mit 395 Durchschlag und HE, die Sprenggranate auf dritter Position mit 1100 Damage, 90 Durchschlag, 6 mal dabei. Großes Red Kit, verbesserte Ration für die russische Crew und großes Medkit. Ja, interessant, er bleibt hinten mit dem TD. Okay, schauen wir mal. Mission hat er auch am Start. Können wir mal gucken, wie es losgeht. Union 5, heldenhaftes Triple in Richtung Objekt 279F. Reload-Zeit hier 15,2 Sekunden. Ja, 5 Grad geht die Kanone nach unten. 2,8 Sekunden Einziehzeit. Und 48 km/h fährt das Ding vorwärts, aber nur auf glatter Ebene und Straße. 15 rückwärts. Ja. Interessant, dass er hier hinten bleibt. Auf der K-Linie. Okay. Ja, ich kenne diesen Panzer nicht. Ich weiß nur von anderen YouTubern, dass das ein Brawler ist. Auch gut vorne fahren kann. Aber na gut. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Naja, ihr seht es ja in den Stats oder im Sampling sowieso, wie das Gefecht schon ausgeht. Ja. Er wird wohl seine Gründe gehabt haben, warum er hinten geblieben ist. Oh, da hier AMX. Jawohl, 823. Bitteschön, das hat doch gut geschmeckt. AMX 1305. So gut. Ach, und da ist er schon weg. Ab in die Garage. Gegnerischer Leit ist raus. Vom eigenen Team ist das Objekt 277 schon in den Tod gejodelt. 60 TP. Und da sagt Russia Kanone: Nö, niet. Machen wir nicht. Da ging die Granate wohl oben drüber. Ja, wie gesagt, Reload-Zeit. Abwarten. Aber 15 Sekunden geht noch. Und. Ja, da hat der Indikator auch rot angezeigt, aber er hat es trotzdem probiert und ist am 60 TP im Turm abgeprallt. T57 Heavy, ja, wäre ein gutes Ziel gewesen. Oh, so aus der Hüfte geschossen. Verteilt er hier die Granaten in die Botanik. Jetzt nochmal den 60 TP angevisiert. Ja, das ist ein grüner Punkt und... Da kam das Geschenk. 858. Direkt Busch aus dem Rohr. Da gibt es auch schon Nettigkeiten wieder im Chat. Und der 60T bleibt stehen. Da sagt sich, ich habe so eine fette Panzerung, da bleib ich doch einfach stehen. Ja, nochmal ein Blindschuss hinterher. Vielleicht hat er auch getroffen. Sobald der 60TP aufgeht, werden wir sehen, ob da wieder so um die 800 fehlen. Oh, das war eine fette Kelle. Kombinierter Schaden, so gesagt, von anderen auf den MV5Y832. Er selber. Und in dem Moment ist auch der MVY schon geplatzt. Jetzt nochmal den 60 TP. Und da sagt die russische Kanone wieder niert. Und gerade die Granate flog wohl oben drüber. Ja, darum heißt auch die sehr runde. Ja. Ja. Na, was wollte ich sagen? Russia. Nein. Quatsch, Blödsinn. RNG hat er die genannt. Gibt und nimmt. Genau. Hatte ich gar nicht aufgeschrieben, glaube ich. Doch, hier. RNG gibt und RNG nimmt. Ja, so hat er die Runde genannt. Damit meint er wohl hier diese Flugpost, die in die Botanik ging. 4 zu 5 steht es.
wieder den 60 dp. Die beiden Blindschüsse sind aber nicht bei dem 60 dp angekommen oder abgeprallt, je nachdem. Oh, T57 Heavy, schöne Breitseite. Einziehen. Rums macht die Kiste. Jawohl. 834. Und der T57 Heavy geht raus. Sie wurde vom Progetto 65 angegangen. Schuss in die Kette. 378 an HP abgegeben. Und so mal ein schöner Schuss aus der Hüfte. Den AMX 1305 in die Garage gekloppt. 3538 Damage. Und in 4 Sekunden sehen wir mal. Oh, da geht aber schon der Stritzwang raus. 7:8 steht es. 6 Minuten sind rum. Und jetzt der 60 dp in der Breitseite. Hohoho. Ja, wieder kombinierter Schaden. Er selber 568 und ein anderer hat noch dazu in den 60 dp rausgenommen. 8:10 steht es. 4100. 36. Jetzt ein Schuss in die Progetto 65. Da kriegt er 2 ab. Oh, jetzt bleiben ihm nur noch 17 HP über. 9:10 steht es. 2 Kills. Oh, Progetto 65 blind rausgenommen. Herrlich. Dritter Kill. Ja, ich glaube, das ist der 10er. Die Idee der Italiener. Auch dem schmeckt so eine Granate. 704. 10:12 steht es. Da sind wir 5700 Damage. Minotauro. Auch ein schöner Name. Das ist ein schöner Name für Panzer. Und dann kloppt er den raus. Vierter Kill. Der Minotauro geht auch zu. Und trotzdem raus. So. 11:13. Porsche 155. Grille 15 noch. Dann die Batchet Art. Die 10er und die 10er. Der Russfraktion Objekt 261. Sind noch übrig. Ja, und den Porsche 155 in der Anfahrt. Auf die Art hier rausgenommen. Fünfter Kill. Jetzt macht es sich bewährt, dass er hinten geblieben ist mit dem Panzer. Ja, der gegnerische Arti hat erstmal auf das Objekt gewirkt. Bisschen gestand, aber nicht gesplashed. So, Grille 15. Schöne HE. Einzielen. Rums. Ah, 503. Irgendwas Festes, Hartes getroffen an der Grille 15. Ja, die HE 94 Durchschlag wird da wohl so halb die Kanone getroffen haben. Oder die Kanonenblende. Ja, so Papierpanzer, sage ich mal, mit dicker Kanone. Und dann triffst du die Kanone. Sonst hätte das ganz anders ausgesehen. So ein tausender Hit wäre immer nicht schlecht gewesen auf die Grille 15. So. Da ist sie. Einzielen. Ah, das kannst du öfters machen. Grille 15 kommt jetzt vorm Haus raus. Ah, ja, da ist die Granate zu langsam. Aber Aufklärungsschaden gab es. Die Arti hat getroffen. So, 2 Sekunden vorhalten weiter. Und da kommt sie. Nee, bleibt noch hinterm Haus. Ja, jetzt macht er die Grille 15 nicht auf. Und da geht die Arti raus. War gestand. Ist alleine hier gegen 3.
So, wo ist die Grille 15? Also ihn muss man ja auch nur noch mit HE anpusten und dann geht er in eine Garage. Ah, kann er ein paar Äpfel essen. In dem Kirchengarten hier. Grille 15? Nein, das Objekt. Jawohl, Klatsch raus. Und da ist die Badget Arti. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Arti verschießt. Oh, warum? Und da kann er die zweite Arti rausnehmen. Da gibt es sogar noch eine Pascucci-Medaille. Dann gibt es denn sowas. 7 Kills. 7738 Damage. Und da ist die Grille 15 verschießt. Das wäre ihre Chance gewesen. Oh, da hat die Reload-Zeit nicht gefehlt. Und jetzt gibt es hier Ram-Aktion von der Grille. Und da rammt er nicht weg. Und am Schluss noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und den 8. Kill Red Devour. Das was für ein Sieg. Nö, unentschieden. Aber Red Devour das. Und wir sehen uns in den Stats. Ja, wie gesagt, Überschrift RNG gibt, RNG nimmt. Ja, er ist hinten geblieben und es wurde belohnt. Immerhin hier, was heißt immerhin? Ne, Panzerass, dann haben wir Wirkungsfeuer, Schläger, Duellant, Auge um Auge. Ne, am Ende mit der Grille 15 und dann die Pascucci-Medaille und die Red Devour das sogar noch abgeräumt. Großkaliber und eine Kriegermedaille ab den 6. Kill sowieso. Leider unentschieden, aber trotzdem eine super Runde. Ne? Ja. 116.241 Credits, XP kommen später 5 von den alleine. Jemand Teamscore 9.081 Damage und 801 Basic XP. Jemand den Report rein, 21 mal geschossen, 16 mal getroffen, 13 mal geschlagen, 2 mal Splash, 3.621 Damage über 300 Meter, 750 Block, 500 unter Aufklärungsunterstützungsschaden. Ja, immerhin, ne? Fast 10.000 kombinierter Schaden, aber wie gesagt, Damage 9.180, also 9.200 sehr reiner Damage. Dann sind gefahren 1,7 Kilometer, 63.114 Credits gab es dafür und dann hier per Missionsbonus 15.000, dann ein aktivierter Bonus 4.380, macht sich 116.241 Credits abzüglich per Munition, die natürlich nicht billig war. Und dann die Rationen sind 28.859. Hört jetzt miese. Das spielt aber gar keine Rolle bei so einem schönen Ergebnis und so ein schönes Ende dieser Runde. Ja, 11 Minuten 17 hat das Ganze gedauert. Und dann haben wir ja 801 Basis-XP, 40 freie Erfahrung und dann hier noch ein Bonus 447 XP dazu, 22 freie Erfahrung dazu und Bonus fürs Premium-Fahrzeug ist das ja, habe ich ganz vergessen zu sagen. 94 XP dazu, macht nur 1966 XP und 593. Wow. Ja, sehr schöner Panzer und sehr schöne Runde. Wie gesagt, ungewöhnlich, dass man mit dem Panzer hinten bleibt, ist eigentlich ein Brawler. Aber am Ende hat sich's gelohnt. Was für ein Ende, was für eine schöne Runde mit diesem schönen Panzer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's richtig viel Spaß gemacht. Man merkt es wieder, meine Emotionen, die ich damit einbringe. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.